Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest Monsters. Wir sind hier wieder in dieser lustigen Höhle. Voller Sand, Schlammhänden und Monekel, welche sehr, sehr skurrile Monster sind. Wir schnappen uns mal die Schlammhand hier. Die Schlammhände, Entschuldigung. Ob da wohl ein einziges Dick da drunter steckt? Wer weiß. Wir benutzen mal den... Die Konzentration. Die Stärkung vom Igel. Und den Helmspalter. Und auf geht's. Ah, das wird immer nach links angezeigt, wenn es Verwundete sind. Ey, ich finde das wirklich total übersichtlich da unten auf dem DS. Ich finde, auf dem Touchscreen meine ich. Und Chris konzentriert sich. Diese Schlammhand A wird gleich so verrecken. So, du bist tot. Du kannst den Helmspalter direkt auch noch auf Gegner B einsetzen. Ah, da hat es nicht funktioniert. Schade. Ja, also der Stärkungszauber bringt es auf jeden Fall. Den muss ich eigentlich dauerhaft jetzt auf der Igel aktiv... Das war einfach mal ein One-Shot. GG. Ist ein kleines Setup, was nur eine Runde dauert und macht so viel Schaden. Das ist erstaunlich. Ich freue mich echt schon, wenn ich die Viecher paaren kann. Das wird absurd geil. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, aber ich habe hier echt Spaß an dem Spiel. Es zieht sich zwar gerade ein bisschen, so Schritt für Schritt, weil es halt der Anfang von den Spielen ist. Der zieht sich immer so ein bisschen und da muss man halt einfach mal gegen alles kämpfen, um halt die EP mitzunehmen. Ich werde jetzt auch mal gegen die Schlammhand hier nochmal kämpfen. Ah, nee, Quatsch. Wir müssen auch jetzt nicht gegen jeden einzelnen Gegner kämpfen, aber gegen möglichst viele sollte man halt kämpfen. So, da sind wir auch wieder. Ich heile mal alle. Und wir machen einmal fix schnell speichern, sicherheitshalber. Wir sind schon bei einer Stunde 49 Minuten. Mein Gott. Wie schaltet das System aus? Was? Ich will das System nicht ausschalten. Nein. Okay, ich habe mal, sollen wir jetzt das System ausschalten? Dann sehen wir uns gleich wieder. Jo Leute, da sind wir wieder. Und es hat jetzt hoffentlich auch funktioniert. Ich bin bei sowas immer ein bisschen panisch. Das ist also schnell speichern, okay. Alles klar, ist ganz praktisch. Macht mir trotzdem Panik. Ich mag es lieber richtig zu speichern, danke. Ich habe keine Lust, die 2 Stunden nochmal neu zu spielen. Das würde mich jetzt doch ein bisschen frusten. Ja, bisher haben wir noch keinen neuen Dialog von unserem Tierchenfreund bekommen. Aber das ändert sich ja vielleicht noch. Was ich jetzt mal zeigen wollte, ich habe jetzt eine andere Taktik drin. Ich habe wieder gnadenlos für der Igel und Chris drin. Aber für Dr. Peng habe ich jetzt tatsächlich... Die mittlere Taktik, also halt flexibel sein. Der bufft die Gruppe jetzt ordentlich, aber wenn er muss, dann heilt er auch. Und wenn er nichts zu tun hat, dann kämpft er. Das ist so mehr oder minder die Prioritätenliste hier. Also heilen, wenn es notwendig ist, buffen, wenn sonst nichts zu tun ist und Damage, wenn halt wirklich gar nichts da ist und ansteht. Und tschüss. Ja, das war jetzt natürlich Overkill, aber whatever. Wird Chris aber mal die Aufgabe... Oh yeah, level up. Chris mal die Aufgabe geben, keine Skills mehr zu benutzen. Das werden mir langsam ein paar zu viele. Das gibt's ja als Taktik. Es bringt mir nichts, wenn du mir alle jeden Level immer sagst, dass ich da irgendwas verändern soll. Aber Chris ist bald reif für die Synthese. Ja, hier. Keine Magie. Nutzt er wirklich gar keine Fähigkeiten mehr, nur noch Melee-Angriffe und Verteidigung. Also halt alles, was MP kostet, benutzt er nicht mehr. So, hier musste das gute Tierchen doch hin, oder nicht? Willst du an einem Ort, an dem man sonst gar nicht hinkommt? Was zur Hölle seid ihr? Lebende Flamme habe ich ja schon geholt, aber du bist nochmal was ganz anderes. Feuergeister. Okay.
Einfach mal versuchen anzuwerben. Die sehen nicht so aus, als hätte sie viel physische Verteidigung. Chris, Dr. Peng, der Eagle. Kapow. Ey, wenn Dr. Peng schon so viel Schaden macht, dann ist das Vieh doch schon gefangen. Ja. Chris haut da jetzt nochmal richtig rein und dann ist vorbei. Ja, GG. Ich nenne dich Bob. Ja, Feuergeist A, du heißt jetzt Bob. Herzlichen Glückwunsch, Bob. Die haben ja wirklich gar keine Verteidigung. Auweia. Was seid ihr denn für Viecher? Ihr denkt aber auch nur, dass ihr irgendwie eine Existenzberechtigung habt, oder? Du bist so ein richtiger Low-Bob. Hab in den Zwinger mit dir. Vielleicht sind sie ja gut zum Synthetisieren, ich weiß es nicht. Kaputte Ruinen. Wenn die man noch rein kann. Oha. Ja. Du hast mich bis hierher gebracht, Bärtchen, und dafür bin ich dir von Herzen dankbar. Doch mein eigentliches Ziel ist die Nexus-Kammer, die im Herzen dieses Schreins liegt. Unendliche Gefahren lauern dort, aber du hast es versprochen. Komm mit in den Schrein. Muss ich jetzt direkt gehen? Kann ich nochmal raus? Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal raus. Nee, wenn ich das auf der Karte mir angucke, das ist ein Einweg. Das muss nicht sein. Wir gehen jetzt in diese Nexus-Kammer tatsächlich. Immer mit der gleichen Musik, das ist doch doof. Bärtchen hat keine Zauberfähigkeiten. Oha, kann ich auch noch Zauber lernen, oder was? Aber ja. Das Spiel wird mir langsam echt ein bisschen zu crazy. Okay. Keine Ahnung, wo wir gerade hinlatschen. Ach du meine Güte. Nee. Ernsthaft? Ach du meine Fresse. Ja, geil. Erstmal ein Kampf mit 3 Kobolden. Er hat einfach keine MP mehr. Oh weia. Du konzentrierst dich. Du tust dein Ding. Du wirkst einen Helmspalter. Auf geht's. Oha, Chris erleidet Schaden. Fauch. Easy. Komm, verringere seine Verteidigung. Yes. Und nochmal Fauch, das ist nicht so schlimm. Ja, perfekt, auf der Igel. Optimal, optimal. So, Kobold A. Du musst jetzt erstmal richtig sterben gehen. So, der Igel erhält seine LP zurück. Nochmal Fauch. Wieder auf der Igel. Ja, mach das ruhig weiterhin. Nochmal Debuff? Schade. Egal. Das tat tatsächlich recht stark weh. Oha. Ja. Pam. Und tschüss. Ja, Konzentration plus Defense ist schon heftig. Ja, und die beiden kriegen wir jetzt auch einfach noch so. Auch jetzt keine spezifische Reihenfolge an Skills. Dr. Peng haut da einfach raus und gut ist. Und tschüss. Chris leistet hier echt ganze Arbeit. Bleib mal bei Wunden heilen gerade. Das wird sonst ein bisschen zu krass knapp. Der Igel atmet tief durch, seine Abwehr normalisiert sich. Ja, ich habe noch Heilkräuter, ist kein Problem. Na ja, komm, greift ihn an. Heilkraut! Ja, Kobold C ist auch down. Nice. Schatztruhe. Pep-Pulver. Okay. Okay. Interessant. Was steht hier? Oh, du, der dich verirrt hast, lass uns dich auf den rechten Weg bringen. Lass dir von den glänzenden Kronen den wahren Weg weisen.
Ah, Rätsel, hä? Huh? Wunderbar. Kommt gut um 3 Uhr morgens. Die glänzenden Kronen, also ja? Also gibt's immer einen richtigen oder einen falschen Weg. Was bist du denn? Hammerling. Der sieht ja lustig aus. Dich will ich. So wie, naja, immer. Heil dich mal selber, mein lieber Peng. Yes, perfekt. Und dann werben wir dich an und das wird funktionieren. Easy, weil deine Verteidigung auf nichts ist. Was? Okay. Ah, schon besser. Der gute Peng hält halt einfach nur keinen Pep hinter seinem Schlag. Da sag ich's ja. Konzentration geht aufs normale Niveau zurück und der Hammerling schließt sich uns an. Gib dem Monster einen Namen. Tempus sowie Zeit. Die Zeit des Hammers ist gekommen und sie muss verkündet werden. Nee, kein Ersatzmonster. Ja, wobei, doch. Immer noch lieber als den Himoyama. Und ich immer noch keine Ahnung habe, was das ist. So, hier ist es grün. Was zur Hölle bist du? Lachsack. Hau rauf. Ich habe gerade keinerlei MP mehr übrig, die ich jetzt opfern kann, weil ich das die Befürchtung habe, dass hier am Ende nochmal ein Bosskampf kommt und für den habe ich dann keine MP mehr. Aber ja, das wird knapp. Goldmünzen. Cool, cool. Also ich soll mir von den glänzenden Kronen den Weg weisen lassen. Wir haben auch so eine Bodenmarkierung. Was ist mit hier? Nehmen wir den Bodenmarkierungen nach, nehme ich an. Ich hoffe es jetzt einfach mal, dass das damit gemeint ist. War ja scheinbar diesmal richtig, sonst wären wir ja irgendwelche Monstern begegnet. Ach Gott, die Viecher machen mir immer wieder eine Heidenangst. Weil ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust habe. Fliehen wir einfach. Das war so klar. Ja, und geil. Ich wollte das nicht. Ich wollte fliehen. Ich fürchte, dass das nicht gut endet. Oh Gott. Es wird nicht gut gehen. Oha. Ja, gut. Dann hat sich die Folge auch erledigt. Das schöne Geld. Naja, gut. Ich weiß, dass ich vorsichtiger sein muss. Ups. Jetzt haben wir den Rest unseres Guthabens ein, bevor der dann wieder verschwindet. Rund um die Uhr geöffnet. Ja, da ist schon klar.
Nichts für MP? Gar nichts? Schade. Gut, dann belassen wir es dabei für die Episode. Es ist auch schon spät. Das ist Uhrzeit, zu der kleine Rikos schlafen sollten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.